Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Dieses Spiel heißt ganz einfach nur World Cup. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Es ist ein Fußballspiel, passend zur WM. So, ich will mal gucken, wie es ist. Ich weiß darüber gar nichts. Ja, machen wir mal Practice-Modus, ne? Genau. Halt, wo ist es? Practice. Genau. Ein Spieler. Oh. Ach du Kacke. Oh, was ist das? Ja, sehr intensiver Sound. Okay. Ja, man kann erkennen, dass es ein Fußballfeld sein soll. Moment, was kann ich machen? Kann ich was machen? Nee. Jetzt habe ich den Joystick wahrscheinlich im falschen Port. Oder? Hey, nein! Moment. Oh. Ja, ich muss mal gerade eben den Joystick-Port wechseln. Ah, jetzt tut sich was. Boah, die Musik nervt. Ich habe also die gelben. Ich habe die gelben, okay. Ja, ist in Ordnung. Boah, was ist jetzt hier los? War das jetzt ein Tor? Nein. Das gilt jetzt nicht als Tor, oder? Nein. Nein, gilt nicht als Tor. Oh, verdammt. Das ist ein sehr seltsam scrollendes Spielfeld. Ah, man kann also, okay, passen, klappt schon mal. Das sind keine 11 Spieler auf dem Platz. Huch, nanu, was ist jetzt? Schon vorbei die Halbzeit? Nee, oder? Was war das jetzt? Na, Tor gefallen ist nicht. Ach, was ist das denn? Okay, Seitenwechsel. Gut, das war doch jetzt Seitenwechsel. Okay. Jetzt geht nicht ans Aus. Ach, nö. Das spielt sich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich habe jetzt mir schon was vorgestellt, so ich hatte schon, als ich das jetzt die Grafik sah und den Sound hörte, dachte ich schon, ach du Kacke, das wird nichts. Aber so schlimm ist das jetzt nicht, ne? Wie ich jetzt dachte. Okay, ja, ich denke mal, es ist nicht das beste Fußballspiel auf dem C64, ne? Das ist es wohl nicht, aber naja. Obwohl, Moment. Nein, es ist natürlich nicht das beste Fußballspiel, klar. Aber das ist, ja. Ich würde schon sagen, es gehört zu denen, ja, die man als spielbar bezeichnen kann. Weil es gibt auch welche, die sind so grottenschlecht, da ist wirklich alles, da ist Hopfen und Malz verloren. Aber das gehört da nicht zu. Aber in die Top 10 kommst du natürlich auch nicht. Was? Nicht zurück? Ach so, das ist der Torwart. Ja, dann muss er natürlich schon zurück. Ins Tor. Klar. Die Musik nervt. Habe ich schon gesagt, dass die Musik nervt? Wie will man denn hier ein Tor schießen? Komm, jetzt hier, mach mal was. Der Ball klebt am Spieler. Das ist ja vielleicht schon mal ein Vorteil. Ah, ja, der ist auf Zack, der Torwart. Der kann was. Ja, nicht ins Aus. Ist es schon eine Nachspielzeit? Scheint so. Aber jetzt brauchen die ja noch Stunden, bis da irgendwas kommt. Also es muss anscheinend hier doch wohl einen Sieger geben. Naja, ist ja auch eine Weltmeisterschaft, ne? So heißt jedenfalls das Spiel. World Cup. Das heißt, ja, die Hintergrundbildchen hier, also die Zuschauer da, das ist ja alles, ne? Eieiei. Da hat man sich jetzt nicht so die Mühe gegeben.
nicht wirklich. Also da gab es schon 1984 bessere Fußballspiele, so was die Grafik angeht. Und von wann, ich weiß gar nicht, von wann das ist. Also das ist, ja, ich würde das nochmal recherchieren. Es muss jetzt tatsächlich wohl einen Sieger geben. Also beim nächsten Tor quasi. Komm jetzt. Weil das, okay, das Passen klappt. Das scheint zu klappen. Ja, aber da komme ich nicht zum Schuss. Da komme ich nicht zum Schuss. Hier gehst du mal. Das ist immer das, das ist oft, ne, dass man nicht, dass nicht klar ist, welcher Spieler gerade kontrolliert wird. Und das wechselt dann hin und her. Aber das hatten andere Spieler auch. Teilweise. Das Problem. Ist ja nicht immer der Spieler, der am nächsten am Ball ist, bei dem es Sinn macht, dass er denn auch kontrolliert wird. Nicht immer. Oft aber nicht immer. Naja. Habe ich jetzt einen Einwurf? Hab ich. Gut. Ah, nee, nicht Einwurf, sondern... Ah, oh Mann. Ah, das war nix. Das war nix. Komm, da muss doch mal ein Tor fallen. Leute, das kann ich euch doch jetzt nicht länger zumuten, oder? Was? Der hat nicht geschossen? Warum nicht? Ach, ist es denn? Geht da nicht mal hier irgendwas? Aber vielleicht, ich versuche mal hier irgendwie schräg. Ja! War das ein Tor? Ja! Das war ein Tor. Na also, geht doch. So, jetzt. 1-0. Jetzt haben wir doch einen Gewinner. So, es wird abgepfiffen. Player 1, sehr schön. Ja, okay. So, jetzt will ich mal gucken, was dieser World Cup hier zu bieten hat. Ein Spieler. Ach, das ist alles mit... Okay. Was nehmen wir denn da mal? West Germany. Ja, nehmen wir doch mal West Germany. Okay. Gegen Brasilien? Was? Direkt gegen Brasilien? Das gibt's doch nicht. Na super, da habe ich mir das echt was vorgenommen. Oh weia. Na gut, dann muss ich jetzt durch. Habe ich jetzt immer noch die gelben? Oder nicht? Oder wie ist das? Ich habe immer noch die gelben, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt realistisch, weil Deutschland dann nicht in gelb spielt und Brasilien jetzt auch normalerweise nicht in blau. Aber egal, macht nichts. Da sind wir mal nicht so, ne. Da ist ja tatsächlich sowas wie Spielaufbau hier. Ja, das ist auch... Okay, das Spiel ist jetzt, wie gesagt, ich hätte es jetzt mir schlimmer vorgestellt. Jetzt, wenn man sich mal die Musik wegdenkt. Ja. Dann ist es gar nicht mal so Käse. Oh, der Torwart macht auch was. Ja, der spielt sogar mit. Es ist jetzt nicht so, dass hier so die Tore fallen. Hier im Sekundentakt. Das ist jetzt so ein Spiel, da ist es wirklich eine Herausforderung. Das ist ja schon mal gut. Das ist mir allemal lieber, als wenn das nachher 12-10 ausgeht. Hier so ein... Und Spiel. Na? Na, gucken wir mal. Ja? Seitenwechsel. Brasilien hat noch kein Tor geschossen gegen mich. Das ist jetzt auch hier bei Sensible... Ach, Sensible Soccer, sage ich jetzt schon. Bei Micropro Soccer wäre das nicht passiert. Da hätten die schon hier, keine Ahnung, mindestens 5. Naja. Jetzt weiß man wieder nicht, wer der gerade ist, wenn ich jetzt kontrolliere. Ah, ja, kennen wir ja. Oh. Was? Ist schon wieder die Spielzeit auf 0. Trotzdem aber wird nicht abgepfiffen, weil... Ist die überhaupt auf 0? Nee, 16 Minuten noch. Ah,
13. Ja, ich denke mal, in der Vorrunde kann es auch einen Unentschieden geben, ne? Sollte es eigentlich. Ah, jetzt geht der... Ah, Mann. Jetzt habe ich wieder den... Ah! Boah, Ich komme da nicht so ganz klar. Ich komme da nicht so ganz klar mit. Aber ist okay. Könnte schlimmer sein. So, das ist vielleicht die letzte Chance. Nee. 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 Wird doch durch abgepfiffen. Muss es hier doch einen Sieger geben, ja? Ist das so? Ja, direkt auf den Torwart, das war jetzt auch keine so gute Idee. Ah, Mist. Das war eine Chance. Das war wirklich eine Chance. Ja, jetzt pfeift er ab, pass auf. Ah, nein. Nein. Es ist tatsächlich so, dass es hier wirklich einen Sieger geben muss. Aha. Tja. Ist das schon das Endspiel? Ja, warum soll man dann nicht mit einer Vorrunde oder Achtel- und Viertelfinale irgendwie hier befassen? Wenn man direkt das Endspiel machen kann. Also. Ah, nein! Ah, oh, das war eine Chance! Ah, nein! Jetzt renne ich da hinter dem her und komme nicht mit. Ah. Ja, es ist... Es ist jetzt nicht gänzlich Käse, das Spiel, aber... Es ist auch weit entfernt vom... Das hat man gar nicht gesehen, dass da zwei Spieler waren. Es ist auch weit entfernt, dass ich sagen würde, das ist gut. Ja. Ja, das ist so ein Durchschnittskick, ne? Kennt man ja. Aus der Bundesliga, so ein Durchschnittskick. Da trennen sich die Mannschaften dann 0:0 und das hilft keinem. Und so ist das hier auch. Ja. Wenn das Spiel hier ein Ergebnis wäre, wäre es ein 0:0. Naja. Na komm. Und so steht es auch im Moment. Und ich will das jetzt gerade mal eben noch ändern. Aber... Das Spiel lässt mich nicht. Ja, warum auch Elfmeterschießen oder so? Ach, warum? Wird ja im Allgemeinen überbewertet. Dann machen wir halt lieber so lange weiter, bis es ein Tor gibt. Und wie lange das dauert, ist doch völlig egal. Also so eine Regel gibt es im echten Fußball. Bei einer Weltmeisterschaft zum Glück nicht. Da ist dann auch tatsächlich irgendwann mal Ende. Und wenn es sein muss, mit dem Elfmeterschießen. Ah, Leute, 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 ist das schrecklich. So, nee, komm, was wird denn das jetzt? Ich will ja jetzt nicht unbedingt verlieren, aber wenn das jetzt so schwierig ist, ich und hier noch 20, keine Ahnung, Minuten oder eine halbe Stunde dauert, bis hier mal wirklich ein Tor fällt, dann... Mache ich doch lieber ein Eigentor. Das nervt doch jetzt, oder? Das nervt euch doch wohl auch. Also mich nervt es. Wenn das ein gutes Spiel wäre, würde ich ja noch sagen, ja, ist okay, ne? Kann man ja wirklich auch mal eine halbe Stunde lang spielen. Ja, ja, jetzt! Jetzt! Tatsache! Oh, da ist es doch noch gefallen, das 1:0. Ja! So, jetzt pfeift er jetzt ab oder pfeift er nicht ab? Wie ist denn das jetzt? Er pfeift ab. Ohne dass man es hört. Player 1, Victorious. So, was haben wir jetzt? Ach so. Okay. Das war erst das Achtelfinale. Jetzt kommt das Viertelfinale. Und da spiele ich gegen Peru. Gegen Brasilien und dann gegen Peru. Interessante Auslosung. Ja,
Soll ich euch das jetzt wirklich noch zeigen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ich habe immer noch die gelben. Gelb gegen Violett. Die Violetten sind die Peruaner. Okay. Schön. Also die sind ungefähr genauso leicht oder schwer zu besiegen, sage ich mal. Ah, das ist jetzt, siehst du, ich habe schon ein bisschen Übung und, ah nee, kacke. Da, das war Torwart. Man kann ihn nicht so eindeutig erkennen als Torwart, ne? Ja, ist egal, macht nichts. Na komm, ich hab's, ich glaube, ich irgendwie habe ich es jetzt so raus, dass ich jetzt hier da mal ein bisschen was reiße. Nee, 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 nee. Ja, ja, jetzt. Tatsache. Tatsache, 1-0. In der regulären Spielzeit. In der ersten Halbzeit sogar. So ein Spiel ist das. Man muss es ein bisschen üben. Und vielleicht kann man in einem Menü noch die Musik abstellen. Und dann ist es tatsächlich Spieler gegen Spieler. Dann ist es vielleicht doch ganz interessant. Wobei ich da jetzt natürlich schon andere Spiele hab. Ja. Gerade auf dem C64. Was ja ein System ist, wo es ja wirklich unendlich, fast unendlich viele Fußball-Simulationen oder Spiele gibt. Ne? Äußerst viele. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber keine Ahnung. Wenn man die Manager-Programme mitzählt, boah, 100, 200, ich weiß es nicht. Ja, sollen die ruhig ein bisschen... Ach du Kacke. Ah, schieß den mal ganz schnell weg hier. Ne, macht er natürlich nicht. Jetzt machen die hier ein bisschen Druck. Die Peruaner, jetzt bloß weg mit dem Ball. So, jetzt möchte ich das noch irgendwie über die Runden bringen hier. Die letzten Minuten. Ja, und dann bin ich schon... Dann geht das hier ratzfatz. Nee, das klappt diesmal nicht. Der Trick. Ja, aber er pfeift ab. Gut, 1-0 gewonnen. Alles klar, jetzt spiele ich gegen Irland. Im Halbfinale. Okay, ja. Immer der gleiche Sound. Ich werde wahnsinnig. Ich will es diesmal auch schnell zu Ende bringen. Ich versuche es. Vielleicht bringen die es ja auch zu Ende. Kann sein. Ich merke schon, die sind jetzt offensiv. Doch, man merkt, die sind offensiv. Aber im Wesentlichen, die sind jetzt nicht schneller als die Gegner davor. Nee. Oh. Ah, ich möchte das Spiel schon mögen. Ich möchte es mögen. Doch. Aber irgendwas. Ja, 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 nein, doch. War er drin? Ja, war er drin. 1-0 für Gelb, für Deutschland. Oder ist es Dortmund? Man weiß es nicht. Na, oh, komm schon. Ja, die deutsche Mannschaft besteht hier aus dem Kader von Dortmund. Ausnahmsweise. Was im Moment sich irgendwie doch auszahlt. 1-0 für Deutschland, Dortmund gegen Irland. Die ausnahmsweise mal in dem violetten Trikot spielen. Ja, weil man sie sonst auf dem grünen Rasen nicht sehen würde. Ne? Macht ja Sinn. Ja, weg mit dem Ball, schlag ihn weg. Mann. Jetzt hier keinen Quatsch noch. Ich mach jetzt keinen Quatsch.
Nein, nicht so. Sag mal, geht's noch, Torwart? Der Torwart sieht nicht aus wie ein Torwart, ist aber einer. Kann nicht wahr sein. Jetzt macht ihn nochmal Druck. Was ist denn jetzt? Die wollen euch aber gewinnen. Ja, doch, wollen die. Anscheinend wollen die das. Der Spieler verschwindet. Alter, was ist das? Eieiei, so ganz technisch sauber ist das jetzt nicht, ne? Komm, ich will es bitte. Pfeif ab. Pfeif doch ab, bitte. Ja, er pfeift ab. Man hört zwar nicht, aber hat abgepfiffen. So, Wales. Hä? Was? Ja, Wales gegen... Jetzt das Finale. Wer hätte das gedacht? Deutschland gegen Wales. Ungewöhnlich. Interessante Paarung, ja. Hätte man nicht gedacht, dass die im Finale aufeinandertreffen. Im Finale nicht, ne. Na gut, mal gucken. Jetzt haben die gar nicht die anderen Spiele gezeigt, ne? Das andere Halbfinale. Warum? Ach, nein. Bitte, man kann doch jetzt nicht hier diese unwichtigen Details. Die halten doch nur auf. Nee, ne? Jetzt kommen die hier mit... War der drin? Nee, war nicht drin. Boah, ein Glück, ey. Alter, jetzt mach keinen Scheiß. So, jetzt bin ich so kurz vom Ziel. Ja? Jetzt will ich auch hier den Weltpokal. Wenn ich jetzt hier schon so weit gekommen bin. Weiter als, keine Ahnung. Bei anderen. Also bei Pro Soccer bin ich nicht so weit gekommen. Definitiv nicht. Bin schon eine Vorrunde ausgeschieden, ganz deutlich. So. Jetzt kommen die hier mit... Apropos Vorrunde, die gab es ja hier anscheinend auch nicht. Das war ja nur ein Spiel. Ein 16-Finale. Aber hey, was soll's. 0-0, das ist jetzt ein Ergebnis, das ich jetzt gar nicht wollte. Na komm! Ich werde wahnsinnig. Ich ahne schon. Ich ahne schon, dass das hier jetzt nicht hier in der regulären Spielzeit, zumindest nicht zu meinen Gunsten ausgeht. Oh oh, oh oh. Jetzt kommt doch noch was, sowas wie Spannung auf, ne? Das ist ja schon mal... Wenn ein Spiel das kann, ist das ja schon mal gar nicht so schlecht. Ah nein, boah, die machen echt Druck hier. Die Waliser. Nicht schlecht. Ja, komm, nach vorne. Ja, ja. Hier, genau. Ja, jetzt geht's. Jetzt können wir doch mal reden. Ah, da... Nein, 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 nein. Weit vorbei. Oh. Ja, das kommt doch mal hier ein Spielzug zustande. Ja. Nehmen wir die Flügel, ja, das kann man natürlich auch mal versuchen. Okay. Kann man machen. Ah, Mist, nein, komm schon. Jetzt weiß ich nicht, welcher... Welchen habe ich jetzt gerade? Der ist so langsam, der ist so langsam. Ja, besser ins Aus als ins eigene Tor. Oh, ist schon die Zeit um. Schon wieder Nachspielzeit. Hier geht es so lange, wie es halt dauert. Oh, Leute. Das ist doch echt sowas Nervendes. Dann hätte ich doch mal lieber einen Elfmeterschießen. Aber nein, das haben die wahrscheinlich nicht programmiert. Sowas wie Elfmeterschießen. Und weil die es erst gar nicht haben, machen die es halt so. Schade. Machen wir das jetzt mal so im Zickzack. Ja, ist doch in Ordnung. Machen wir das doch mal so. Oh, Leute, nee, ich will das jetzt zu Ende kriegen, ne? So oder so. Wäre natürlich lieber, wenn ich jetzt dann tatsächlich am Ende Weltmeister bin. Hier mit den Dortmunder Jungs. Oh.
Ja, die sehen jetzt von den Trikots halt so aus, ne. Ist nicht meine liebste Clubmannschaft. Aber die sehen halt so aus, ne. Was soll ich da sagen? So. Oh nein, Mist! Versuchen es wirklich, die versuchen es, die wollen es wissen. Die wollen es jetzt wirklich wissen. Ah. Oh oh. Jetzt muss ich den wirklich weit weg schlagen. Ah, so wird das nichts. Ja. Die laufen über den Rasen, als wenn sie hier gerade irgendwie, weiß ich nicht, tanzen. Wenn sie gerade ihren Namen tanzen wollen. Oder müssen, keine Ahnung. Aber das sieht jetzt nicht so nach Fußball aus, ne? Aber egal, macht nichts. Wie gesagt, das spielt sich jetzt nicht so schlecht, ne? Wie das vielleicht aussieht. Also die Steuerung klappt. Man hat zwar nicht so viele Möglichkeiten wie bei anderen Spielen. Ich hab die Musik auf. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Also für meine Nerven ist es definitiv gut. Oh Mann. Boah, lauf doch mal mit. Mach doch mal hier. Der unsichtbare Spieler, so ist, macht der das. Jetzt wird der unsichtbare Spieler das hier regeln. Ne, wird er nicht. Oh, ran! Oh, das. Oh, Leute. Ist wahrscheinlich jetzt so, wenn ich jetzt ein bisschen unaufmerksam bin, dann nutzen die Gegner das aus. Ist ja auch das Finale hier. Der Weltmeisterschaft. Ja. Ah, lauf doch mal schneller. Ja, bei FIFA wäre es hier eine Lauftaste. Oder so, keine Ahnung, bei anderen wahrscheinlich auch. Das ist natürlich jetzt nicht FIFA, ne? Klar. Das wurde erst viel später rausgebracht. Viel später. So, jetzt gehen wir hier zu dem... Boah, Leute. Das ist ein Grottenkick. Und das soll ein Finale sein. Viel zu schlechter Kick ist das hier für ein Finale. Oh Mann. Oh, boah, ich habe schon hier gesehen, dass ich verliere. Das sah jetzt schon so aus, ne? Und das nächste Tor ist die Entscheidung. Ganz klare Sache. Weil danach kommt definitiv nichts mehr. Oh oh. Das Spiel heißt ganz einfach nur World Cup. Ganz simpel. Ja. World Cup heißt es. Das war's. Die Gegner gewinnen doch noch. Nein. Oh Mann. In der Verlängerung. In der 150. Minute. Alter Verwalter. Tja, okay, scheiße. Da hat jetzt Wales den Weltmeisterpokal. Ah, okay. Ja, Arctic World Cup. Ich kannte es bisher noch nicht. Das ist ein recht simples Spiel, ein simples Fußballspiel. Es ist nicht gänzlich scheiße, aber es ist auch nicht wirklich gut. Es ist wirklich Durchschnitt. Es ist, wenn es ein Ergebnis wäre, ich habe es ja schon mal erwähnt, dann ist das ein 0-0, das keinen nutzt. Ein 0-0 in der Vorrunde halt, ne? Wo es denn jetzt auch definitiv keine Nachspielzeit gibt. Was denn bei dem 0-0 bleibt? So eins ist das. Ja. Naja.
Na gut. Vielleicht finde ich ja doch noch ein anderes Fußballspiel, das besser ist. Also bis dahin. Tschüss.